So, dann weiter geht's. Jau. Kleine Pause gemacht, um, Hausarbeit zu schreiben. Außerdem, weil mein Computer komische Sachen gemacht hat. Und um die wollte ich mich eigentlich dann erst kümmern, dann quasi... Oh, hallo. Ja, wenn ich dann mit der Hausarbeit fertig dann bin gewesen. Achso. Ich wollte erstmal die Hausarbeit fertig machen, bevor ich mich um irgendwelche Grafikkartentreiber kümmere. Das war der einzige Grund. Jetzt, okay. Nicht so gut angefangen. Oh, stimmt, da war ja was. Ich wollte, kann ich mich erinnern, ich wollte bei den Krishnas die letzte Mission machen. Ach, das sind die jetzt wieder. Na, ja, was wollt ihr denn? Okay. Ja, ich meine, ich bekomme das schon noch hin. Das wird schon noch. Okay. Ich glaube, ich muss mich erstmal nochmal mit der Steuerung wieder ein bisschen zurechtfinden, weil ich die ein bisschen verlernt habe. So. Dieses rote Telefon ist hier oben irgendwo. Moment. Mikro neu justieren. So. Hier. Nee. Da. Doch. Da oben. Jetzt. Flammenwerfer. Ich habe ja eine Menge Waffen, fällt mir gerade auf. Sogar Molotow-Cocktails. Wie benutze ich nochmal Waffen? Moment mal. Nicht so. Ah, okay, mit Steuerung. Okay. So, Rooftop Rescue. Ah, Grasshopper. Hier ist der Sonnenstrahl. Meine getreuten Krishnas sind gefangen in einer Zabatsu-Kraftwerk. Okay, ich muss dahin. Ja, ich wollte keinen zweiten Task annehmen. Immer mal ruhig mit den alten Pferden. Alter. So, So, jetzt, ach so, ich kann... Moment, warum auch nicht? Kann man ja mal machen. So. Ah, okay. Moment. Ja, okay, hier muss ich hin. Aber wie? Ich meine, okay, ich weiß, wie, es ist nicht so schwierig, aber ich finde es ein bisschen unübersichtlich gerade. Ja. Ich muss drei Generatoren zerstören. Ja, da haben wir so gute Erfahrungen drin im Generatoren zerstören. Ja, du musst jetzt erstmal irgendwie hochkommen. Aha. Da kann ich rumspringen. Ist ein bisschen Jump and Run hier. Aber ich muss ja erstmal irgendwie da hochkommen. Natürlich heißen. Natürlich hassen mich die Zaibatzen. Sie heißen mich nicht willkommen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir eine Menge Molotow-Cocktails bei uns haben. Das macht die Aufgabe sehr viel einfacher. Ich glaube, ne? Ich glaube, dass hier diese Treppe hier hilft uns ungemein. So. So. Yo, der ist. Ah! Ich kann da nicht durchflammen. Ne? Voll doof.
Okay, weil da ist ein Geländer im Weg. Jetzt. Ach ja, schön. Sieht ein bisschen aus wie der Terminator. Ja, das war einfach. So. Und da. Im Ernst. Ich glaube, das wird noch einige Male passieren. So. Das wird noch einige Male passieren, glaube ich. Leider, leider, leider. So, und eigentlich würde ich das noch nicht gern. Genau, ich möchte das noch überspringen, weil ich habe noch 5. Und ich würde das gerne vielleicht irgendwann mal holen, wenn ich weniger als 5 habe. Wobei eigentlich. Ich hol's mir doch jetzt schon. Ja, mein Gott. Ja, je höher man steigt, desto tiefer fällt man, ne? So ist es, das wusste schon Maria Stewart. Plupp. So. Und plupp. Und plupp. So. Besser ist das. Ja, 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 ja. Ja. Ja, funktioniert das von hier? Moment. Ja, okay. Ja, ich habe einen der Generatoren kaputt gemacht. Hat er gerade nochmal wiederholt. Ja, das habe ich bemerkt. Okay. So. Jau, habe ich auch schon bemerkt. Ah, das ist der zweite. So. Und der nächste. Wo ist denn der letzte? Ach, ich meine, das hier ist ganz gut und nehme ich gerade mal mit, weil es kann. Aber, ich glaube, ich habe einen übersehen irgendwie. Oh nein, 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 lass mich in Ruhe. Hilfe, ich habe euch nichts getan. Betonung liegt auf dem Wort euch. ja, schön. Jetzt hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen Schutzschild gebraucht. Naja, ist zu spät. Irgendwie glaube ich habe irgendwas übersehen. Okay. Yo, Elvis Baby. So. Ach, hier natürlich, da ist er. Na. Ah, jetzt. Ich glaube, das ist ein Problem, dass ich jetzt ein bisschen. Na, wobei, ich glaube, ich kann hier schon runter. Weil, ganz ehrlich. Nee, ich nehme einfach den gleichen Weg zurück, weil, ne? Gründe. Sonst falle ich so weit runter, was doof ist. Oder ich werde von. Also. Bin den Zerbatzen ausgesetzt, die da wahrscheinlich überall auf der Straße rumlaufen. Ich meine, bin ich hier auch ausgesetzt, aber nicht ganz so schlimm wie, erst nicht ganz so lange wie sonst. So. Jo. Folge uns, wir wissen, wo wir. Ich kann natürlich wieder die letzte Zeile nicht lesen. Finden können. Ja. Ich mag es, dass man den Kugeln relativ gut ausweichen kann, teilweise. Weil man sie einfach sieht, wie sie durch die Luft fliegen. Oh, oh, wow, das sieht geil aus. Krasser Kack. Krass. Krass. Das gerade nicht schlecht. Ah, ich hätte die Bribe übrig lassen müssen. So, und durch.
Oh, clear the way. Ist das dein fucking Ernst? Ach, natürlich. Ach, bescheuert. 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 Und ich bin gestorben. Und ich habe nicht so viel Leben tatsächlich. Oh Mann, wie doof ist das? Ich würde es jetzt einfach mal vorschlagen, es gibt doch sicherlich hier zwei Missionen, ne? Also zwei rote Missionen, weil dann würde ich einfach die andere rote Mission von Krishnas benutzen. Würde ich ausprobieren. Und ja klar, ich glaube vor der Polizei einfach mal so einen Banktransporter, ist klar, kein Problem. Und würde einfach mal schauen, ob die einfach besser läuft. Ich meine, es war jetzt einfach meine eigene Dummheit, dass ich versucht habe, mit dieser Elektrowaffe die zu töten. Ich hätte so viel besser die einfach mit... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob die Mission danach zu Ende ist oder ob die noch irgendwie super spannend weitergeht. Aber ich hätte eigentlich gerade eine Idee, wie ich die wahrscheinlich recht gut wegbekommen hätte. Stichwort Molotow-Cocktails. Die haben ja auch nicht auf die Leute geschossen oder so. Molotow-Cocktails auf die Autos drauf. Aber ich weiß nicht, ob das nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert hätte. Im Grunde müsste ich es... Ich habe ja eh keine Molotow-Cocktails mehr. Nee, dann kann ich es auch lassen. Ah, ich habe vergessen, dass ich alle meine Waffen verliere, wenn ich sterbe. Aber es gibt zumindest nur eine Telefonzelle. Nee, wisst ihr was, nee, dann lasse ich das mal aus, ne, und gibt's hier nicht irgendwo ein Kill Frenzy irgendwo in der Gegend? Da gab es doch einen irgendwo. Irgendwo in diesem Dorfbereich, naja, nicht Dorfbereich, das ist viel grün, also es ist ein Dorf. Irgendwo hier gab es doch so einen Kill-Frenzy-Bereich. Ich glaube, wenn man hier... Ach, wo ist denn hier der Ausgang? Okay. Ich glaube, wenn man irgendwie da nach Norden jetzt durchgeht und dann kommt die Straße und am anderen, auf der anderen Seite der Straße, ich glaube, da war so ein Dings. War es nicht so, dass man dafür für die irgendwie Leben zurückbekommt? Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, als ob es mit meinem Leben gerade nicht ganz so geil aussieht. Schön, aber ich möchte hier raus. Was war denn hier gerade? Habe ich hier nicht mehr etwas gesehen? Nö, habe ich mir eingebildet. Ja, schön, ist es hier eine Sackgasse. Ja, okay, andere Seite. Ich verstehe schon. Ganz super spannend. So, ich meine, hier geht's doch jetzt raus, oder? Ich meine, irgendwie bin ich ja auch hier reingekommen. Genau. So, jetzt. Ne, nehme ich wieder den Dings hier mit. Ja. Ja, danke sehr. Und, beachte die Frau im Radio einfach gerade mal nicht. Sie erlebt gerade multiple Orgasmen. Hier. Ich steige hier gerade ein bisschen mal aus kurz. Hier war doch, war nicht hier irgendwo? Es sah zumindest sehr ähnlich aus. Aber ich glaube, dieses Gebiet ist relativ weitläufig sogar. Ja gut, okay, nicht so weitläufig. Mhm.
Ich kann mich erinnern, hier war einer. So ein... Genau, hier. Genau. Und ich bin gespannt, was es ist. 40 Leute in 60 Sekunden machbar. Erst 3. Das Problem ist, ich muss relativ nah an die ran, um die überhaupt treffen zu können, weil sonst rennen die einfach tatsächlich mal vor mir weg. Außer natürlich, sie haben Waffen, dann rennen sie nicht weg. Und wenn ich von der Straße wegbleibe, dann kommt die Polizei auch nie zu mir hin. Ich sagte, wenn ich von der Straße wegbleibe. Der hätte mich beinahe gehabt. Hui! Und geschafft. Und wir haben ein Leben mehr und sind ein bisschen weniger beliebt bei denen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich kann immer noch die gelbe Mission probieren. Oh Gott, was war die gelbe Mission? Das ist jetzt das Problem, dass ich halt jetzt ernsthaft 2 Wochen lang kein GTA mehr gespielt habe. Weil zuerst war ich... Ich hatte eine Woche vorproduziert gehabt, ne? Weil macht man halt auch mal. Nee. Ich weiß, welche Mission das ist. Ich weiß, welche. Ich mache lieber was anderes. Sorry. Ich war bei meinen Eltern und ich hatte eine Woche vorproduziert gehabt. Aus genau diesem Grund. Und danach war dann halt genau Das ist jetzt ein Problem oder was? Aber Leute töten oder Banktransporter stehlen nicht. Na, korrupte Polizei. Was war's jetzt? Genau, ich hab, ich hatte Probleme mit der Grafikkarte, hatte mehrere Bluescreens, tatsächlich penetrante Bluescreens. Also bis zu dem Punkt, wo der Computer gar nicht mehr gestartet ist, sondern ich nur noch durch Systemwiederherstellung oder abgesicherten Modus, oder beides, nur wieder irgendwie den Computer irgendwie zum Laufen gebracht habe. Also richtig ätzend und ich will da oben hin. Was ist das? Das sieht lustig aus. Und ich habe mir aber gedacht, mittlerweile habe ich nochmal die Treiber wieder installiert. Achso, das ist nur ein Parkplatz. Nein! Wie gewonnen, so zerronnen. Sag ich dir einfach mal. Warum? So bescheuert. Naja. Leben geht weiter. Yo. Ich kann ja irgendwann immer noch mal Kill Frenzies machen, um Leben zu bekommen. Ich meine, ich glaube, die betrunken. Die tauchen immer wieder auf, wenn man das Spiel neu startet. Was ich ja eh immer wieder mal mache, weil ich nicht alles an einem Stück durchspiele, offensichtlich. Insofern werde ich einfach mal ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, irgendwann nochmal das schaffen zu machen. Oder ist ja eine einfache Aufgabe jetzt gewesen. Insofern simpel. So, wo sind die Zeibatzen hier? Bei denen habe ich doch auch schon mal Missionen gemacht. Irgendwann. Glaube ich. Oder?
Ich sollte nicht so viel hier runterspringen. Ich glaube, das ist sehr ungesund. So, ja, das kommt mir irgendwie... Ist euer Ernst? Ist das euer Ernst? Okay, nee, es kommt mir nicht bekannt vor. Ich glaube, ich habe hier echt noch gar keine Aufgaben gemacht. Dann wird das jetzt mal ein Novum sein. Eine neue Aufgabe. Grand Theft Auto. Stehle mir einen Jefferson. Ich möchte gerne diese Panzerung da annehmen. Ich hätte gerne diese Panzerung. Ah. Ich will immer noch diese Panzerung haben.